Denn nicht, Sir. Reden Sie mit meinem Partner, einem Tierarzt nordwestlich von Parla. Sehen Sie auf Ihrer Karte nach. Er ist ein guter Mann. Er gibt Ihnen die Medikamente, die Sie brauchen, aber Sie müssen etwas für ihn tun. Bringen Sie ihm diese Reisepapiere. Dafür werden wir Ihnen beide dankbar sein. Fuck! Ich warne Sie, die Miliz hat dort schon angegriffen. Gott schütze Sie, Sir. Jetzt, also muss ich den Kack hier auf Deutsch zocken. Einfach so. Weil das Spiel mir das befiehlt. Scheißdreck. Was? Wow. Dürfte es theoretisch doch gar nicht mitgekriegt haben. Was soll das? Okay, jetzt. Die Untergrundzelle nordwestlich von Parla kontaktieren. Okay. Aber ich komme jetzt gerade eben schlecht nordwestlich von Parla. Ich guck mal, ich weiß nicht mal, wie viele Diamanten ich habe. Kann ich es hier nachschauen? Journal vielleicht? Ach, egal. Oh, aber ich kann nachgucken, was Rufstufe 2 ist. Oh, ich bekomme eine Menge Aufmerksamkeit und sie ist nicht freundlich. Vermutlich sollte ich schon längst tot sein, aber das ist nicht Teil meines Plans. Oh. Habt ihr den Spruch gehört? Damn. Der Josip ist ein echter Gangster. Bevor er Gorilla-Kämpfer geworden ist, war er albanischer Gangster-Rapper. Ey, yo, yo, ich bin Josip. Ich verbreite hier ganz viel Gossip. Und zu sterben ist nicht Teil meines Plans. Schaut, wie ich rappe auf der Spitze dieses Krans. Und dabei steht der Musikvideo auf einem Kran. Ich sollte Musikvideos für Rapper, die Drehbücher schreiben. Und die Texte. Nur eins von beiden geht nicht. Sei hier. Ach, Spritzen hab ich genug, sah. Das ist eigentlich voll Inception, wie er sich hier an den PC setzt und er müsste nur noch die Beine so asozial hochlegen wie ich, dann wäre alles perfekt. Wisst ihr, was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht erkennt, welche Waffen besser sind als die anderen? Eigentlich. Das finde ich sehr schade. MP5 mit Schall? Ich glaube, ich kaufe mir die MP5 mit Schalldämpfer, einfach weil ich es kann. Hier Handbücher, kaufe ich mir ein paar Verbesserungen. Makarov benutze ich eh nicht mehr. PKM, Verlässlichkeitskampfdruck, Reparatur, ach. Menno. Das bringt den Grenadiergurt. Mittlerer Verbandskasten. Spritzenverbesserung. Das mache ich doch. Dann kann ich bestimmt mehr Spritzen mitnehmen. Dann gehen wir mal hier bezahlen. Bezahlen. 7 Abonnenten. Aber dafür sind wir jetzt ausgerüstet wie ein Waffenschrank. KS Mafias, wir sind hier. Keiner ist so wie wir. Ach, endlich eine coole Waffe. Dann nehmen wir noch die hier mit in Top-Condition. Was ist eigentlich meine... Ah ja, Raketenwerfer, glaube ich. Munition, nö, hab ich alles, okay. Eine Primärwaffenkiste seit... Wobei, nee, brauche ich nicht. Okay. Oh, die sieht genau... Was ist denn das? Die sieht genauso aus wie die andere. Ihr wisst schon. Egal. Ich muss jetzt nach nordwestlich, Dings südlich, quer weg von Korea. Nee, Moment. Ah ja, genau, mit R macht man das.
Ich schau mal, ob ich noch... Konnte ich noch Missionen für die APR machen in Pala? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich find's jetzt raus. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Außer mir Pillen zu organisieren. Dann muss ich wahrscheinlich... Ah, fuck! Noch eine Mission für Michelle Dax machen oder so. Weil ich nicht mehr wüsste, wo ich sonst noch Missionen annehmen kann. Und der Niklas, der Sack, hat mir gespoilert, dass es eine zweite Map gibt im Spiel, zu der man später kommt. Dann ist halt die Frage, wie kommt man dahin, ne? Hoffentlich spielt die zweite Map in irgendeinem angehauchten Korea. Oh, aber er hält die Waffe anders. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Oder nee, er hält sie genauso, aber sie ist halt kürzer. Naja, wisst warten, schon. Warten Sie. Hey, großer Held. Ja, danke, danke. Hallo? Kann ich hier rein? Da müsste ich... Hey, die haben beide wieder Waffen für mich. Sowohl die APR als auch die UFFL. Ich weiß nichts für Sie, aber Sie könnten mir bei was behilflich sein. Sag mal. Ich verbreite die Sache nur. Die UFLL hat einen ausländischen Gefangenen im Schlachthof. Er könnte nützlich sein. Hey, was geht? Noch einer? Ach du Scheiße, da krieg ich ja noch einen Kameraden. Na, wo der Schlachthof ist, weiß ich ja ungefähr. Ach, wie praktisch. Komm ich eh vorbei. Na, dann schauen wir mal, was näher ist. Okay, auf dem Weg zum ausländischen Gefangenen kommen wir beim Schlachthof vorbei. Ich sollte vielleicht auf die Straße schauen, nicht auf die Karte. Ah, hier, das ist der APR-Diamant oder UFLL. Ich weiß gar nicht mehr, wer die APR und wer die UFLL ist in Pala. Ich weiß nur noch, wie die heißen. Was hießen die einen überhaupt APR? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich fahre jetzt kurz durch den Schlachthof durch, befreie den Gefangenen. Oh, shit. Außenposten. Kann ich gleich hier mein schallgedämpftes Baby testen. Aber nicht bevor ich mir die Nase geputzt habe. Das hat ein bisschen länger gedauert. Weil wenn ihr wüsstet, wie schwer krank ich wäre, was für schlimm Schnupfen ich hätte. Ja, aber ich habe immer Schnupfen. Das merkt ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, dass ich immer etwas nasal rede. Weil ich habe wirklich immer Schnupfen. Das ist das große Leid in meinem Leben, dass ich immer Schnupfen habe. Gebt euch das mal, könntet ihr so leben? Ohne Geruchssinn und ohne durch die Nase atmen zu können und ohne... Alter, die ist ja mal viel besser. Wow, der lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Aber Kinders, ihr seht, die stecken ein bisschen mehr weg als... Ihr wisst schon, wie das... Wow, der lebt noch, Wichser! Die Gegner stecken ein bisschen mehr weg als in Far Cry 3. Das liegt daran, dass das Game hier für Pros ist. Oh, hier gibt's Nebenfahrt, das finde ich sehr schön. Wenn jetzt keine Sackgasse wäre, fände ich das noch schöner. Ja. Mist, ne?
Oh, das hier ist, glaube ich, der Trampelpfad, der dann zum Aussichtspunkt hochführt. Von dem aus ich dann ganz ungefährdet und unentdeckt rein kann ins... in die Hütte. Okay. Wo wird der Gefangene dann wahrscheinlich sein? Ich meine, das hier ist ein Schlachthof. Ich könnte das Fass da explodieren lassen, weil dann alle panisch dahin rennen. Dann gehst du dahin. Was aber sein könnte, dass die erstmal das MG markieren. Scheiß drauf, ich gehe einfach planlos rein. Das Spiel ist so pseudotaktisch, das gaukelt einem so vor. Ja, das fände ich wirklich geil, wenn ich habe Far Cry nie besonders weit gespielt, Far Cry 2. Das fände ich wirklich geil, wenn so das Setting in der zweiten Hälfte ein ganz anderes wäre. Ah, shit, der hat mich gesehen. Ich fände es aber wirklich geil, wenn das Setting dann ein ganz anderes wäre in der zweiten Hälfte. Wow, fuck. Fail. Ja, schnell hier zum Loch rein. Oh, fuck, 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 fuck. Wow, 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 wow. Der Malik hat verkackt. Das sieht... Ich bin mir sicher, dass die hier drin Menschenfleisch verkaufen. Was, du bist nicht hier? Ich hab dich doch gerade gehört. Du Opfer. Alter, wir haben jetzt 6 Spritzen. Gebt euch das mal. 6. Oh, lecker. Ich bin Vegetarier. Das wisst ihr vielleicht nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich gehe hier ein. Ich hab voll das Déjà-vu gerade. Es kommen noch mehr. Wir müssen hier abhauen. Wir sollten uns trennen, dann sind wir schneller. Kommen Sie zu Mike's. Ich spendiere Ihnen ein Bier. Ich hatte gerade voll das Déjà-vu, Mann. Das ist auch ein Franzose, oder was? Paul Ferreng. Ferrand. Ferrero. Wow! For fuck's sake! Ein Herz, Mann! Ich nehme schnell hier die Munition mit. Scheiße, zwar noch nicht genug. Oh. Ach so, Wichser. Tu nicht so, als wärst du tot, wenn du da gar nicht tot bist. Das ist unfair. Hallo, hat hier noch jemand Munition für mich? Dann halt nicht. Oh. Ich glaube, ich muss hier zurück, oder? Ich habe kein Peil, weil die Karte hier gerade nur... Ah, doch nicht. Okay. Ich glaube, das ist doch am schlauesten, wenn ich hier weitergehe. Durch den Dschungel. Den Pfad des Kriegers nutze. Und meine Weisheit, die mir ein Shaolin-Mönch beigebracht hat. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass hier Feinde sind. Aber ich sehe noch keine, das ist gut. Hallo? Also, demnach zu urteilen, dass hier noch Licht ist, wohnt hier wahrscheinlich auch jemand.
Der ist wahrscheinlich gerade ins Gebüsch pissen gegangen. In den 5 Minuten, in denen er hier weg ist, klauen wir ihm einfach mal so 3 Diamanten. Was lernt ihr daraus, Kinder? Geht niemals aufs Klo, wenn ihr mitten im tropischen Dschungel lebt. Was ist das für ein Sound, Mann? Das hört sich an, als würde es regnen, aber es regnet gar nicht. Oder habe ich Regen in den Grafikoptionen abgeschaltet? Es gab doch gar keine Grafikoption für Regen. Ja, ich habe mich sehr drüber amüsiert. In Hearts of Iron gibt es in den Grafikoptionen eine Option für realistisches Wasser. Wisst ihr, was Hearts of Iron ist? Das ist ein Rundenstrategiespiel auf einer Weltkarte. Warum brauche ich da verschissenes realistisches Wasser, Mann? Oh, wieder Schwasane. Okay, dann sollte jetzt gleich eine Abzweigung kommen. Genau hier um den Felsen rum. Ist aber ziemlich dumm von den Leuten hier, dass die das unbewacht lassen. Ich meine, hier könnte ja jeder in Schwasana reinmarschieren und ordentlich Beef machen, Mann. Wie Haftbefehl. Ihr wisst ja, wenn ein Haftbefehl einmal Beef macht, dann damn. Oh shit. Okay, ich sehe einen von den Wichsern. Wie schmeiß ich Granaten nochmal? Ah, okay. Eine Granate ist gerade von alleine explodiert, da war nichts. Okay, wo ist der zweite? Ah, da, Mündungsfeuer, Mündungsfeuer. Okay, ich hab ihn verletzt, Okay, er tut mir weh. Ah, hier, jetzt nochmal sicher gehen, dass die nicht leben. Wieder aufstehen, sich nur totstellen. Wichse. Egal, ich hab den Unterschlupf jetzt freigeschaltet. Ich muss nicht nochmal... Wow, ich wollte's gar nicht so oft drücken. Ich muss jetzt nicht nochmal reingehen, um mir das zu beweisen. Bei Kettle Sing war ich, glaube ich, auch noch nicht. So, ich folge jetzt einfach dem Flussufer, hoffe, dass ich nicht in den Outpost reinrenne. Und dann schwimme ich einfach durch den Fluss durch. Ach, man muss gar nicht rein in die Wachposten, um sie auszuspähen, okay? Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen, Kinders. Gut zu wissen. Oh. Wow! Das ist schlecht. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, ist das immer unangenehm. Okay. Los, tauch runter. Nein, das Wasser ist zu niedrig. Kacke. Immer passiert mir sowas. Hier ist Suppressing Fire. Leben kriegt ihr mich nie. Moment, scheiße. Nein, jetzt wissen sie, wo die Schüsse herkamen. Ich bin so ein Idiot. Ah, fuck. Chillt doch alle mal. Ich will bloß mit euch befreundet sein. Ich hab gehofft, das Wasser wäre da wieder tiefer. Na egal, dann hat mich jetzt Gillen gerettet wieder. Ah, okay, ich bin ins Wasser gefallen und sie zieht mich aus dem Gras. Verstehe.
This is how we roll. Das ist es. Wir haben ein paar Sekunden. Ja, Mann. Bleib unten. Da ist ein Scharfschütze. Das habe ich auch schon gemerkt. Warum gibt sie mir immer eine scheiß Pistole, wenn ich Dings hab? Ein Mikro-SMG-Penistier. Gillen ist so dumm. Wenn sie jetzt stirbt, dann lasse ich sie einfach. Ich mag sie eh nicht. Soll mich dieser komische Javier Gomez retten oder wie auch immer er heißt? Ah nee, Warren Clyde ist doch fast dasselbe. Ja, er ist extrem Fallout. Ja, er ist extrem Fallout. Von mir aus kann er sterben. Und kann er Fallout im Himmel darüber protzen, wie heroisch er gestorben ist. Ja, das mit dem Scharfschützen, das war echt eine coole Information. Okay, ich seh die Wichser schon mal. Das ist gut. Ah, von wo verliere ich Leben? Ach so, Feuer, wow! Mach schon los! Wow! Penne! Das war nicht mal mein Plan, dass ich mich da selber abfackel. Ich wusste gar nicht, dass anfängt zu brennen hinter mir, wenn ich... Ja, Mann, ich weiß schon. Sie haben also die Reisedokumente. Die Familie hinten gibt Ihnen dafür gerne Medikamente. Sie ist im Hinterzimmer. Ich wette... Medikamente sind Sie tot. Was? Aber Sie sind nicht wegen uns hier. Haben Sie die Transitpapiere? Was Sie brauchen, finden Sie da hinten. Ja, jetzt chill. Über sie wird geredet. Ich habe Medikamente für sie. Aber zuerst brauche ich die Pässe für meine Familie. Ich hoffe, sie verstehen das. Sie haben meine Familie gerettet. Oh, bitteschön. Ich weiß schon, wir sind voll die Helden. Warum sitzen die eigentlich hier hinten in dem dreckigen Hinterzimmer, während hier so ein cooles Bett ist? Ihr seid gar nicht solche Samariter, wie ihr tut. Puh. Bis dann. Habt ihr gesehen, wie viele Kugeln ich dem verpasst habe? Und er stand trotzdem noch. Und ich bereue gerade, dass ich das Auto in die Luft gejagt habe. Weil ich könnte von hier aus voll gechillt zur Polizeistation cruisen. Glaube ich. Ja, zur Bushaltestelle meine ich. Wie mache ich das denn? Ah, ich weiß, was ich mache. Ich hab voll die Idee, ich zeig euch jetzt ernst den Trick, Mann. Ich leg mich hier hin. Schlaf eine halbe Stunde. Dann speichere ich. Und beende die Aufnahme für heute. Tschüss, Kinders.